Hofmann, Oldendorfer Weg 70, 13403 Berlin, 2014, 8. Oktober. An den Landkreis Teltow-Fleming, Dezernat 2, 14943 Luckenwalde. Verzeihung. Sehr geehrte Frau, zunächst einmal möchte ich meiner ehrlichen Freude Ausdruck verleihen, wieder einmal von Ihnen zu hören. In medias res teile ich Ihnen mit, dass es nicht in meiner Person begründet ist, dass ich zu spät auf Ihr Schreiben vom 15. September reagiere. Die Firma Landinsicht Provo lässt sich stets gerne und reichlich Zeit, mir meine Post nachzusenden. Ihrem Wunsch auf Schweigepflichtentbindung vermag ich zurzeit nicht entsprechen, da die Generalstaatsanwaltschaft Brandenburg ein Strafverfahren wegen Betruges eingeleitet hat. Wenden Sie sich bitte gegebenenfalls an Herrn Oberstaatsanwalt Wagner. Vielen recht herzlichen, absoluten und so weiter Dank für Ihr Schreiben. Ich sitze hier im Krankenhaus des Maßregelvollzuges, nämlich wegen der Wahnvorstellung, die brandenburgische Psychiatrie sei ein kriminelles Machwerk. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. J. Buhlmann. An das Landgericht Berlin, 10548 Berlin, 593 STVK 239-14. Sehr geehrter Herr Vorsitzender Richter, Anliegen finden Sie bitte ein Schreiben des Sozialamtes Teltow-Fleming, welches den kriminellen Charakter der brandenburgischen ambulanten Psychiatrie zweifelsfrei belegt. Zum Hintergrund. Im Oktober 2013 kündigte mir die Firma Future Care Brandenburg an der Havel den Betreuungsvertrag. Daraufhin setzte ich mich mit Frau Wernicke Luckenwalde in Verbindung, worauf diese die Zahlung nach SGB 12 selbstverständlich einstellte. Gestern erhalte ich das anliegende Schreiben. Übrigens verspätet, da an die Firma Liz Provo adressiert, welche Firma dieses Schreiben aber gar nicht hätte in Empfang nehmen dürfen. Übrigens zusammen mit einem Einstellungsbescheid der Staatsanwaltschaft Potsdam aus dem August, da ist nun natürlich die Frist für eine Beschwerde verstrichen, welches belegt, dass an der Frau Wernicke vorbei noch Gelder an Future Care geflossen sind bis Ende Januar 2014. Die vorsätzliche Fehldiagnose der Frau Dr. Metre ist also erledigt. Wie das Landgericht mit diesem geeigneten Versuch der Manipulation umgeht, sei meinetwegen dem Präsidenten überlassen. Jetzt zeichnet sich jedoch die nächste Diagnose bereits ab. Mit der Macht der gefälschten Urkunde scheint irgendwas wie orientierungslose Gewalttätigkeit gegen jedermann angedacht zu sein. Meine Hoffnung ist, dass Sie sich nicht erneut missbrauchen lassen müssen. Weiterhin möchte ich Ihnen bitte mitteilen, dass mein Pflichtverteidiger Georg Schäfer schwer an dem blauen Auge laboriert, welches er sich in der Causa Jens Wanke zugezogen hat, sodass mit Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit in diesem Leben nach menschlichem Ermessen nicht mehr zu rechnen ist. Mit freundlichen Grüßen, J. Buhlmann.